Ich möchte jemandem Bilder zur Ansicht mailen oder vielleicht bin ich auch froh, wenn ich Bilder verkleinern kann für die Webseite. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ein Bild hier hat etwa 20 Megabyte. Das sieht man hier. Ich gehe mal aus diesem Ordner raus. Also ich bin jetzt im Lissabon-Ordner. Ich gehe hier einen Schritt zurück im Dateipfad und sehe, wenn ich hier darüber fliege, dieser Ordner hat im Gesamten 305 Megabyte. Gut, ich könnte diesen Ordner zippen, dann hat der Ordner, derselbe Ordner, noch 303. Das ist ja nicht wirklich viel weniger. Wie kann ich das mailen? Es gibt einen Trick. Ich gehe da mal wieder rein, Doppelklick. Ich drücke Ctrl A, um alle Bilder zu markieren. Mache einen Rechtsklick und früher im Windows 10 erschien hier noch Senden an. Jetzt ist das ein bisschen versteckt unter weitere Optionen und hier erscheint das noch Senden an E-Mail-Empfänger, also E-Mail-Empfänger. Und jetzt werde ich gefragt, ob ich das Bild verkleinern will. Ja, klar. In dieser Größe, das ist eine mittlere Größe, sind alle Bilder zusammen nur noch 2,9 Megabyte. Also 100 mal kleiner. Unglaublich. Und es geht noch besser. Ich verkleinere das noch mehr auf 640 mal 480 Pixel. Dann sind all diese 20 Bilder etwa noch 1 Megabyte groß. Also alle zusammen. Das mache ich. Ich klicke auf Anfügen. Was passiert? Wusch, da erscheint ein Outlook-Fenster mit all meinen Bildern darin und unglaublich, jedes Bild ist nur noch 94 Kilobyte klein, wirklich cool. Natürlich muss ich jetzt hier noch eine Mailadresse eintragen und der Betreff ist ein bisschen komisch. Ich mache hier einen Triple-Click und schreibe hier irgendwie Ferienbilder oder so etwas und auch der Mailtext ist da natürlich nichts Schlaues. Außer man würde schreiben, welches Bild gefällt denn nun wirklich, man solle sich für eines entscheiden oder so etwas. Aber ich will die Mail ja gar nicht weiterschicken. Ich missbrauchte nur das Outlook und diese Funktion, um meine Bilder zu verkleinern. Ich klicke nun auf irgendein Bild, drücke Ctrl A, um alle zu markieren und hole die nun aus meiner eigenen Mail wieder raus. Also Rechtsklick. Kopieren. Ich gehe jetzt zum Windows Explorer. Das sind ja noch meine Originalfotos. Ich gehe hier im Dateipfad eines zurück, mache einen neuen Ordner unter Neu, Ordner, sage nun Lissabon, kleine Bilder, gehe in diesen Ordner rein und füge mit einem Rechtsklick all diese Bilder hier wieder ein oder Ctrl-V, da sind sie alle. Und ich bin nicht sicher, sind die in der Qualität noch brauchbar. Ich schaue mir die Bilder an. Ich habe den Faststone Viewer installiert, deshalb zeigt es bei mir die Bilder nicht in Windows an, sondern mit diesem Faststone Viewer. Ja, also ich muss sagen, das ist wirklich beeindruckend. Nur 50 Kilobyte und es ist immer noch irgendwie brauchbar. Ich mache mal einen Doppelklick auf das Bild. Hier bin ich nun beim Fastdown Viewer und hier links würde man bei dieser Größe, diesen Bildern, das ja nicht einmal ansehen, dass diese Bilder nur 50 Kilobyte groß sind. Die kann ich nun verwenden, verschicken, vielleicht in eine Webseite einfügen. Natürlich müsste man die noch drehen, aber das ginge auch hier in diesem Programm sehr schnell. Ich drücke mal die Ctrl-Taste und klicke auf all jene Bilder, die gedreht werden müssen und hier oben um 90 Grad drehen. Jawohl und hopp. Jetzt sind alle Bilder bereit für eine weitere Verwendung. Das war's.